Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Dienstagnachmittagsprogramm und wie immer vorweg unser Glückstelefon. Da klingelt's auch schon. ZDF Glückstelefon, wen darf ich begrüßen? Ja, hier ist Bott, Baden-Baden. Ich begrüße Sie, Herr Bott. Können Sie sich kurz vorstellen, Herr Bott? Sie sind Rentner, Herr Bott. Ich bin Rentner, Was haben Sie denn vorher berufstätig gemacht? Ich war vorher bei der Feuerwehr, bei der hauptamtlichen Feuerwehr in Berlin. Bei der Feuerwehr. War das immer Ihr Lieblingsberuf oder war das ein Zufall, dass Sie den Beruf ergriffen haben? Nee, das war eigentlich mein Lieblingsberuf. Lieblingsberuf. Weil ich schon mit 26 dazu ging. Der Hauptberuf, den ich gelernt habe, ist Werkzeugschmied. Werkzeugschmied. Ja. Aber wenn Sie bei der Feuerwehr so viele Jahre dabei gewesen sind, Herr Bott, dann würde ich sagen, wird es bei unserem Spiel genauso hoffentlich heikel zugehen. Sie kennen ja unsere Spielregeln. Ja. Da brauche ich also auch nichts weiter zu erklären. Sie sehen jetzt unser kleines Männchen. Das wird jetzt gleich abgehen wie die Feuerwehr, hoffe ich. Und ich gebe jetzt das Startkommando 3, 2, 1 und los. Gleich die Kommandos geben, Herr Bott. Stopp. Na, Sie gehen aufs Ganze, ich merke das schon. Vielleicht ist was drin. Ja, man weiß es nicht. Ich finde, ein Risiko sollte man schon eingehen. Nein, Niete, macht nichts, die Zeit ist gut. Wir gehen gleich weiter. Links. Na, das geht bei der nächsten Runde, geht's links dann rum. Stopp. Genau, da war auch ein schönes Fragezeichen. Das klappt doch schon fantastisch, Herr Bott. Die Tür öffnet sich. Sehen Sie sich diesen Filmausschnitt genau an, Herr Bott. Er gehört zu der Gaunerkomödie Lange Beine, Lange Finger, die wir Ihnen heute Abend zeigen. Jetzt möchte ich wissen, wie heißen die drei Hauptdarsteller? Da ist schon mal eine. Da sind die beiden. Die Hauptdarsteller? Ja, drei Stück sind es. Das ist Martin Held. Sehr gut. Dann sind da Berge. Ja. Und der letzte? Ja. Vielleicht darf ich die. Na, da ist er im Bild. Na, der linke. Dieser penetrante Bursche ist rechts. Der muss ihn doch noch. Auch aus den Edgar Wallace-Filmen kennen Sie ihn sicherlich noch. Der deutsche Schauspieler. Du bist dir doch klar. Wie kann ich ihm noch helfen? Er macht noch eine Abendsshow. Ja. Martin Held, den haben wir schon. Nee, den Martin Held meine ich nicht. Den Sender Berger und da war noch ein Mann dabei. Ja, so drin. Na, kommen Sie noch drauf? Heißt Joachim mit vorne? Nein, leider nicht. Na gut, wir machen weiter. Ist ja noch nicht alles verloren. Es war der Joachim Fuchsberger. Aber es sind ja noch mehrere Türen hier, Herr Bott. Kein Problem. Die erste Frage haben wir nicht beantwortet, aber das Männchen läuft weiter. Links, genau. Und? Stop. Richtig, da war doch schon wieder das nächste Fragezeichen. Und die nächste Chance. Die Tür öffnet sich. Morgen, Herr Bott, um 16 Uhr überträgt das ZDF das Eishockey-Weltmeisterschaftsspiel Bundesrepublik Deutschland-Kanada. Was beim Tennis der Ball ist, ist beim Eishockey die kleine runde schwarze Scheibe. Wie heißt sie? Puck. Richtig! Na, das war's doch! Herzlichen Glückwunsch und es geht weiter. Eine Frage haben Sie beantwortet. Die Zeit läuft. Linksrum. Linksrum. Zeit haben wir auch noch. Das klappt noch. Links. Links? Stopp. Na, also, da war doch auch ein Fragezeichen. So, die Tür öffnet sich. Heute gibt es bei uns im ZDF eine weitere Episode unserer Zeichentrickserie Alles im Wunderland. Wer schrieb die bekannte gleichnamige Buchvorlage? Alles im Wunderland. Ja, ein Engländer. Ich hab's nicht gern, wenn man ihm sagt, dass er wie ein Ei aussieht. Das hätte ich auch nicht gesehen. Das ist eine schwere Frage, das gebe ich zu. Weiter. Kommen Sie nicht drauf. Ich hab's gehört. Wissen Sie es nicht? Nein, weiter. Ja, nee, das geht leider nicht, das waren ja schon alle Fragen. Sie haben aber eine Rechtszeit von 0,18, Herr Bott. Eine Frage haben Sie ja beantwortet. Es war übrigens Lewis Carroll, der es geschrieben hat. Aber ich gebe zu, die Frage ist wirklich nicht allzu leicht. Macht aber nichts, Sie haben natürlich was gewonnen. Das blenden wir jetzt ein, Herr Bott. Eine Frage haben Sie beantwortet. Eine ZDF-Mini-Tischuhr. Können Sie die gebrauchen? Ja, selbstverständlich. Na, da freue ich mich doch. Gucken Sie dann noch heute Nachmittag bei uns zu? Ja, ganz gewiss. Gut, eine Frage haben Sie ja beantwortet, Herr Bott. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, mit Ihrer Restzeit noch Wochengewinner zu werden. Dann haben Sie die Möglichkeit, zwei Karten für das aktuelle Sportstudio am 13. Mai mit Taschengeld hier in Mainz zu gewinnen. Ja, freuen Sie mich. Wir hoffen, aber ich glaube es nicht. Na, macht doch nichts. Dabei sein ist alles, Herr Bott. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Dankeschön. Viel Spaß noch. Gut, gleichfalls. Vielen Dank fürs Mitmachen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Liebe Zuschauer, wenn Sie mitmachen wollen, dann schreiben Sie uns auch einfach eine Karte. Hier wird sie eingeblendet an das ZDF. Kennwort Glückstelefon in 6500 Mainz 500. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Telefonnummer drauf zu schreiben und wie Herr Bott auch ein so nettes Foto mitzuschicken. In unserem Nachmittagsprogramm begeben wir uns gleich nach den aktuellen Nachrichten
ins Wunderland, oder vielmehr die Alice. Mit einer Tränenflut setzt sie um 15.58 Uhr die ganze Gegend unter Wasser, und warum sie so traurig ist, hat seinen triefenden Grund. Logo heißt es wieder um 16.20 Uhr. Neues von hier und anderswo in den Nachrichten für junge Leute. Manni der Libero um 16.30 Uhr. Der Aufstieg seiner Fußballmannschaft scheint nicht ganz so zu klappen, wie er sich das vorstellt, aber bekanntlich ist ja aller Anfang schwer. Um 16.55 Uhr ist es wieder Zeit für alle für aktuelle Nachrichten vom Tage mit anschließenden Berichten aus den Ländern. Bärenstark wird heute die Sendung der Teleillustrierten ab 17.10 Uhr. Zwei vierbeinige Gäste und ihr Trainer Dieter Krammel sind dort zu Gast. Wie die Bären auf ihren Filmauftritt vorbereitet werden und welche Tricks hinter den beeindruckenden Aufnahmen stehen, verraten wir Ihnen in der Teleillustrierten, und hier schon mal vorweg eine Kostprobe der filmischen Talente.